Und was man zu allen Zeiten immer gerne gemacht hat während des Strickens, das war Radio hören. Die Augen auf den Maschen, die Ohren bei der Musik oder den Nachrichten. Vor allem für die Älteren dürfte der Radiosender Bero Münster noch ein Begriff sein. 77 Jahre lang sendet er schon aus der Schweiz, auch zu uns herüber nach Baden-Württemberg. Und er war vor allem während des Kriegs die neutrale Stimme, die von vielen Deutschen heimlich gehört wurde. Später gab es dann für die jungen Leute Hitparadenmusik, in den letzten Jahren verstärkt volkstümliche Musik. Doch nun wird der Sender eingestellt. Eine Institution geht zu Ende. Matthias Schlott mit einem Rückblick. Schweizerischer Landessender Bero Münster. Bis zur letzten Minute wacht Hans Moser über den Sendemast in Bero Münster. Der 62-Jährige ist Techniker auf dem höchsten Gebäude der Schweiz. 215 Meter ragt der Sendemast in den Himmel und strahlt sein Mittelwellenprogramm auch bis weit nach Baden-Württemberg aus. Doch der Schweizer Landessender hat ausgedient, weil seine Technik hoffnungslos veraltet ist. Seine elektromagnetischen Wellen überschreiten alle zulässigen Grenzwerte. Eine Sanierung lohnt nicht, weshalb der markante Sendeturm jetzt abgeschaltet wird. Es geht jetzt tatsächlich eine Ära zu Ende. 77 Jahre Mittelwellensender und Landessender, das ist ein symbolischer Sender auch gewesen, der die Stimme der Schweiz war. Die hat man auch im Ausland gehört, das war eine Autorität sozusagen. Heute ist das ganz anders. Heute haben wir Vielfalt, heute haben wir UKW, heute haben wir DAB. Jetzt nehmen wir Abschied davon. 1931 erbaut, brachte Bero Münster die Welt in die Wohnstuben. Anfangs noch mit eher leichter Kost wie den beliebten Tipps für die Hausfrau. Folgende Zutaten. 6 Eidotter. Und Literatur kam plötzlich als Hörspiel ins Haus. Damals revolutionär, erste Live-Reportagen wie hier vom Autorennen am Klausenpass. Diese Rennwagen, den schönen Klang. Doch mit Sport und schönem Klang war es schon bald vorbei. Denn dann kam Hitler und der Zweite Weltkrieg. Bero Münster wird zur einzigen freien Radiostimme im gesamten deutschsprachigen Raum. Detailliert berichten die neutralen Schweizer über die Lage an allen Kriegsschauplätzen der Welt. Empfangbar auch in Hitlerdeutschland. Die Nachrichten der schweizerischen Depeschenagentur in Bern. Kennen Sie Radio Bero Münster? Doch, aus der Schweiz. Ja. Aha. Haben Sie da Erinnerungen dran? Ich glaube, das ist sogar noch aus der Kriegszeit. Wenn ich mich so dunkel erinnere, ja. In der Kindheit stand auf den großen Radioapparaten Bero Münster. Ist ein Schweizer Sender, oder? Ja. Woran erinnern Sie sich noch? An den Akzent. Das Radio Bero Münster. Ja, im Zweiten Weltkrieg, ja, haben sie auch berichtet. Aber da durften wir ja nicht hören, ausländische Sender. Das war ja verboten im Dritten Reich. Haben Sie es trotzdem manchmal gemacht? Nein, habe ich nicht. Wollte mich nicht erwischen lassen. Meine Eltern, wenn sie irgendwas Neutrales hören wollte, dann hat man Radio Bero Münster gehört. Ja. Das war die wichtigste Information damals. Soll ich Ihnen sagen? Mein Vater hat ihn angehört. Und ich war draußen und habe Schmierer gestanden. Diese Erinnerungen an Bero Münster werden bleiben. Der Turm und sein letzter Techniker haben jetzt anderes vor. Ja, der ist halt wieder eine Ära vorbei. Und ja, die Ära ist vorbei und es kommt was Neues und ich gehe endgültig in Pension. Denkmalpfleger wollen den Turm von Bero Münster aber als Museum erhalten.